Hallöchen, liebe Sportsfreunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fiesta Online. Tja, ich wollte eigentlich nicht aufnehmen, weil ich mich gestern erkältet habe, aber die Aufnahme wird halt nur 8-9 Minuten lang heute, nicht allzu lang wie sonst immer am Wochenende, aber ich kann es auch nicht ändern, weil ich bin einfach zu krank. Ich lege mich dann gleich wieder ins Bettchen. Ja, und wir sind ja immer noch tatkräftig dabei, unser Schildi-Quest zu machen. Tja, ich hatte auch ein paar Probleme mit dem PC, sind jetzt alle behoben und deswegen ist meine Stimme auch so recht rau heute noch, weil ich Halsschmerzen und Schnupfen habe. Aber natürlich hindert mich das nicht am Aufnehmen. Ich habe jetzt überlegt, nimmst du auf, nimmst du nicht auf. Ja, hab ich mich dann doch überwunden, aufzunehmen. Und ja, so, mal schnell hier, paff, so, noch zwei Stück da, rennen wir mal schnell hier vor, liebe Freunde. Tja, die Aufnahme wird 8 Minuten, denke ich mal, 9, 10 Minuten so lang, aus dem einfachen Grund, ich heute nicht so viel Lust habe, so lange aufzunehmen, ist mir geht's ja auch nicht so gut, wie schon erwähnt. So, das hätten wir. Hallo. Jetzt reicht es genau noch für unser Level ab. Wir haben jetzt auch gleich mal eine wir holen es kennen, dann stellen wir uns dann gleich das neue Pferd, würde ich mal sagen, liebe Freunde. Und dann machen wir das Level Up Quest. Ne, mal gucken. Ich denke mal, ich werde das nicht durchziehen. Ich denke mal, so ab der Hälfte werde ich euch dann zittern. Da müssen wir zwei Aufnahmen hintereinander machen. Ist auch ganz schön scheiße. Jetzt aber. Lauf. Lauf! Dass da immer stehen bleiben muss. So, das müsste jetzt genau reichen. Lager. Nee. Lol. Wo muss ich das Quest bitte abgeben? Oh, Meisterin Ruby. Naja, egal. Egal, liebe Freunde. Dann sind wir endlich Erzmagier. Oh, wir tauschen noch etwas rüber. Und dann werdet ihr das morgen erst erfahren, weil heute lasse ich euch noch etwas zappeln. So, blöd, die Halsmittel, 20 holen wir uns. Dann hier gleich mal fliegende Steine. Das verkaufen wir mal schnell. Das verkaufen wir auch, auch mal, zack und zack. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht allzu spannend, aber ja, mal gucken, wie wir das dann mit dem Turm lösen. Weil es ist ja dann immer so eine Sache. Mal gucken, wie wir das machen, ob wir den Turmquest hinbekommen. Weil die müssen auf jeden Fall sein. Und da ist unser Pferdchen auch schon wieder. So, 300 müssten das erreichen oder auch nicht. So, jetzt nochmal. Und es fährt wieder. Wunderbar, würde ich dazu sagen. Wir holen uns dann eh das Neue. Von daher ist es ja eh egal, liebe Freunde. Also jetzt gehen wir schnell das Quest ab, dann Ausdauer und Leidenschaft Level 20 erreicht und dann gucken wir ins Kingdom Quest. Und es ist keins offen, ist ja auch wunderschön. So. Nebelwald wollen wir nicht, wir wollen Ruhmen. Da habe ich die Zeit doch ganz schön gut rumbekommen noch. Sind wir schon bei 4:20 Aufnahmezeit. Auf und davon. Dann verlassen wir endlich das Levelgebiet Ruhmen und werden unsere Wege weiter ziehen oder so. Und der Suselun ist. Du kannst den Aufstiegstest nun bei deinem Dingens. Ich nehme es einfach nochmal schnell an. So, liebe Freunde.
Alter Schwede. Elde, Ruben, Lagerfeuerin, Pipapo. Wir gehen erstmal hier, würde ich sagen. Ab hier nehmen wir an. Jetzt haben wir in der Oma wieder ein paar Quests, liebe Freunde. So, Quest, Robins Brille. Das ist Gartenarbeit, nehmen wir erstmal an. Und dann gucken wir mal, sortieren natürlich auch ein paar Quests aus. So, fahren wir noch schnell hier zum guten alten Stadtmeister Remus. Der muss. Mal gucken, was willst du jetzt von uns, guter Mann? Jetzt reicht's aber auch. Ich werde mit ihm reden, mit wem auch immer. Ah, da oben. Hier, mal schnell zur guten alten Templerin Maria hin. Isels letzter Wille. Weiter. Ja, natürlich will ich weiter. So, dann nehmen wir nicht wegfahren. So. Zweite Etage. Natürlich wollen wir das machen. So, jetzt nochmal schnell hier vor. Rechts rum. Und dann würde ich sagen, hochgehen und nach Elde erstmal. Ja, das schaffen wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge nach Elde und sowas. Pipapo, Lumpe. Seltsame Vorgänge. Abgabe bei Schmied James. Wunderschön, wunderschön. So, hier ist es. Stimmt die Zeit nicht? Nee, stimmt nicht. Runetergarten 1. Irgendwelche. Was möchtest du denn? Ahoi, Matrose. Das können wir aufgeben. War ja das Event-Quest. Die Event-Quest werde ich nicht immer mitmachen, außer wir bekommen was Schönes. Was aber nichts heißen muss. So, jetzt noch schnell hier zu Schmied James. Tja, meine Stimme ist ganz schön rau. Die wird auch gerade rauer vom Reden. Da werde ich mal kurz räuspern. Und ja. Es stört ja keinen. Stört ja keinen, wenn ich mal kurz mache. So. Questband. Entscheidung des Schmieds. Neues Quest kenne ich so noch gar nicht, glaube ich. So. Na, aber. Jawohl. So, liebe Freunde, und dann würde ich sagen, Level Up Quest, vielleicht nächste oder übernächste Folge, endlich Level 20. Ich begrüße euch dann in der nächsten Aufnahme. Ich sage ciao und haut rein.